Hallo zusammen, ich heiße Peter Wagner, ich bin Winzer vom Kaiserstuhl und wir machen heute ein schönes Video im Weinbau mit meinem guten Freund Marc. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Peter, schön, dass du da bist. Grüß dich. Herzlich willkommen in der Eifel. Ja, liebe Weinfreunde, wir haben uns überlegt, wir machen ein neues Video, aber diesmal mit einem Winzer. Und Peter ist ja freundlicherweise zu uns gekommen, zu Besuch, da freuen wir uns sehr drüber. Die Inhalte vom jetzigen Video sind, Peter wird ein bisschen was zum Weingut erzählen, über seine schöne Region, wo er ansässig ist, der Kaiserstuhl, seine Weinphilosophie. Wir haben eine neue Eigenmarke mit ihm zusammen kreiert, die Geisenheim Connection hat einen neuen Wein, und zwar den Rosé Fumé. Ja, und am Ende gehst du vom Kaiserstuhl auf den heißen Stuhl. Wir schließen mit drei Fragen und das war's dann schon. Gut. Also Peter, schön, dass du da bist. Dann erzähl doch mal ein bisschen über dich und über euer Weingut, dein Weingut. Ja, freut mich auch, dass ich da sein darf. Habe ich natürlich gerne angenommen, diese Einladung. Das Weingut gibt es jetzt seit 2016. Wir sind ein reiner Familienbetrieb. Die Fläche ist ca. 7 Hektar groß. Wir bewirtschaften alles selber, also meine Familie. Wir machen das alles gemeinsam. Wir bewirtschaften die ganzen Weinberge biodynamisch. Heißt, wir verzichten auf Herbizide, wir verzichten auf Kunstdünger. Wir machen ganz viel mit Bodenleben. Wir haben viel Einsaat. Also bei uns blüht es im Weinberg, bei uns ist nichts glatt. Bei uns ist lebend im Weinberg, weil es einfach wichtig ist, ein gutes Milieu zu schaffen. Und die Rebsorten sind die Burgunder-Rebsorten, wie es bei uns eigentlich traditionell ist am Kaiserstuhl. Also ca. 50% Spätburgunder, 30% Grauburgunder und der Rest teilt sich auf in Chardonnay und ein bisschen Müller-Thurgau. Okay. Wir waren letztes Jahr zu Besuch, ne? Jan, Mike und ich. Und ja, ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Du hast uns ja hochgeführt auf so einen ganz besonderen Aussichtspunkt, Mondhalde. Ne? Mondhalde, genau, ja. Weiß schon ganz genau, super Wetter. Da haben wir ein Gläschen Müller-Thurgau getrunken. Ja, uns ging es da richtig gut. Ja. Was kannst du sonst noch so erzählen? Besonderheiten vom Kaiserstuhl? Kaiserstuhl, genau, ja. Also Kaiserstuhl ist ein kleiner Spot. Es war ein Vulkan vor ca. 14 bis 18 Millionen Jahren. Wir liegen im Oberrheingraben, also auf der einen Seite haben wir den Schwarzwald, auf der anderen Seite im Westen haben wir die Vogesen und wir liegen quasi dazwischen im Oberrheingraben und wir haben immer, im Prinzip kriegen wir nur den Niederschlag ab, was im übrig bleibt von den Vogesen oder vom Schwarzwald. Und deshalb haben wir ein relativ warmes Mikroklima durch die verschiedenen Vulkanböden. Eben vor 14 bis 18 Millionen Jahren waren wir Vulkan. Wir haben hier ein schönes Vulkangestein. Mhm. Und das ist, was eigentlich auch die Weine so besonders macht, die verschiedenen Bodenstrukturen. Wir haben verschiedene Entstehungsgeschichten von den Vulkansteinen und von den Weinlinien her. Alle Weine sind komplett knochentrocken ausgebaut. Ich habe keine Zusätze, ganz wenig Schwefel nur dabei. Und die sollen frisch sein, die sollen lebendig sein und die sollen einfach eine gewisse Spannung da haben. Das ist mir eigentlich ganz wichtig. Okay. Ja, und vor allen Dingen, du sagst eben, bei dir blüht es richtig im Weinberg. Du hast eben auch gesagt, heute ist Tag der Bienen. Ne? Ganz genau, heute ist Tag passt der Bienen. Ja. Wir sind durch eine Weinlage spaziert, die hat auch einen bestimmten Namen. Das war die Leiren wahrscheinlich. Leiren, genau, ja. Da wächst der Chardonnay. Genau. Und das war ja auch extrem, wie hoch da die Kultur, also genau. Das war die Wolfsmischung, also diese ja. Begrünungsmischung, ja. Und die sammelt mir quasi den Luftstickstoff, mhm, und macht mir die Bodenstruktur besser, dass ich einfach ein besseres Bodenleben habe und auch viele Blühmischungen drin habe, für Insekten attraktiv sind. Also ganz viele Wildbienen sind da drin, sind ganz viele Insekten, du hast Schmetterlinge, haben wir gesehen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich möchte im Weinberg. Der Weinberg soll leben, da darf es nicht glatt gemäht sein, da muss sich was bewegen. Ja, und so vom Weinstil ist ja auch, finde ich schon, dass er sich ein bisschen absetzt. Man kennt Kaiserstuhl, super gute Weine, auch schon viel verkostet, aber ja, in der Regel immer etwas breiter, etwas vollmundiger. Und du hast ja wirklich ganz straffe, kühle Weine, ja, und genau das willst du auch erreichen, oder? Genau, also ich
durch den Anbau, wie wir es betreiben, durch ganz viel Handarbeit und auch durch diese frühe Lese kann ich einfach ein bisschen mehr Spannung in den Wein erzeugen. Also ich möchte die Trauben nicht zu lang hängen lassen, weil ich einfach durch dieses warme Klima von Haus aus schon wenig Säure habe. Wenn ich dann später lesen würde, dann würde mir die komplette Säure weggehen. Und ich lese deshalb sehr früh und erhalte somit die Frische und Entspannung im Wein und habe gleichzeitig weniger Alkohol. Es sind einfach bekömmlicher und frischer, die Weine. Ja. Und vor allen Dingen könnt ihr auch zu Hause ausprobieren zum Essen. Also ich finde, weil die so richtig Zug haben und straff sind, sind das tolle Speisenbegleiter, ganz die Weine. Genau. Ja, ganz genau. Und die Weine gliedert sich auf in Gutsweine, Ortsweine und die Lagenweine. Die Gutsweine sind auf dem Lössboden gewachsen, also ca. 70-80% vom Kaiserstuhl ist bedeckt mit Lössboden. Ist ein extrem fruchtbarer Boden, sehr tiefgründiger Boden. Es bringt eher den frischen Weintyp. Und auf den Vulkanböden, wie jetzt bei mir die großen Lagen Henkenberg, Kirchberg, Schlossberg, da haben wir eben diese salzige, tiefgründige Mineralien. Das wäre das hier? Das ist jetzt hier ein Stein vom Schlossberg. Man sieht hier auch die verschiedenen Kalkeinschlüsse und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass diese verschiedenen Bodenstrukturen andere Weintypen kreieren und das ist eigentlich das, was ich rausarbeiten möchte. Von verschiedenen Böden, gleiche Rebsorte, schmeckt aber komplett anders und das ist das, was eigentlich das Spannende macht, die Herkunft Kaiserstuhl. Okay. Ja. Ja, kommen wir mal auch zu einem Neuling in unserem Sortiment. Ja. Der ist jetzt wie lange auf der Flasche? Das ist jetzt erst seit 6 Wochen gefüllt. Aha. Das ist ein Projekt, kannst du vielleicht kurz was dazu? Ja, das war eigentlich ganz lustig. Wir standen samstags kurz vor Feierabend, Jan und ich, hier im Weinbaum und haben gesagt, ja, neuer Wein für unsere Serie, die Geisenheim Connection. Wir haben noch keinen Rosé und Jan meinte, boah, wäre doch cool, Spätburgunder Rosé von Peter im Barrique ausgebaut. Und ja, ich habe gesagt, hört sich wirklich gut an, dich angerufen. Wir waren, glaube ich, kurz vor der Lese. Ja, war ne? 1-2 Wochen vorher. Ja, und du hast gesagt, ja, komm, machen wir, zack, haben wir direkt festgelegt. Ja, und das ist jetzt quasi in der Flasche auch ein ganz trockener Rosé. Ja. Ich habe ihn auch hier im Glas, wunderschöne Farbe. Genau. Also entspricht genau deiner... Meine Weinstilistik, genau. Stilistik und... Also Spätburgunder Trauben, ganze Trauben auf die Presse gegeben, sanft abgepresst. Und dann haben wir es eben im gebrauchten Holzfass ausgebaut und hat eine schöne Sauerkirsch-Himbeer-Aromatik und hat aber so ein bisschen Struktur von dem Holzfass und ist ein perfekter jetzt Begleiter für den Sommer. Genau, und deswegen haben wir auch Fumé genannt, weil er im Holz lag. Im Holzfass ausgebaut, ja. Aber die Aromatik ist fruchtbetont und hinten, also am Gaumen merkt man also die Struktur vom Holz. Ja, cool. Ja, wir haben auch diesen Wein in das Paket. Wir haben wieder ein kleines Paket geschnürt und da haben wir auch den Rosé hier reingepackt mit 5 anderen Weinen, 2 Rotweine, Spätburgunder Gutswein, Ortswein und dann noch 3 Weißweine, Grauburgunder Gutswein, Müller-Thurgau Gutswein und den Chardonnay, den Ortswein. Ja, also wenn ihr da Interesse habt, guckt einfach mal rein. Ansonsten sind deine Weine auch bei uns im Shop zu finden, aber ja, jetzt kommen wir vom Kaiserstuhl auf den heißen Stuhl. Ein lockerer Abschluss. Ja, also Spannung steigt. Mhm. Also ich muss kurz auf den Zettel gucken. Erste Frage. Bier oder Gin Tonic? Gin Tonic. Riesling in Baden oder Grauburgunder in der Schiefersteillage? Boah, schwierig. Riesling in Baden gibt es manchmal ganz gute. Ortenau hat sehr gute Rieslinge. Also Riesling in Baden. Ja, ja, okay. Tatsächlich. Und jetzt die spannendste Frage. Deutscher Meister, SC Freiburg oder Verkostung bei Romane Conti? Deutscher Meister, wir brauchen kein deutscher Meister zu werden. Von dem her würde ich zu Romane Conti gehen, tatsächlich. So bescheiden. Ja, doch, ich bin bescheiden. Ja, okay. Ja gut, ich denke, das war's. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Wir grillen jetzt eine Runde und machen uns auch noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.